Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit Part 3 des Road to Knife Unboxings. Es wurden sich unter den Kommentaren des letzten Videos Wildfire-Kisten gewünscht. Deswegen gibt es heute auch Wildfire-Kisten. Bowie Knife ist zwar jetzt nicht so mein Knife, also mein Favorite Knife, aber es ist auch nicht schlecht. Irgendwie... Also sieht das gerade so überlichtet. Oder es sieht nur so aus. So, die erste Kiste war mal blue. Die zweite Kiste ist mal blue. Bis jetzt hatte ich ja immer einmal pink, einmal purple und sonst alles blue. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald mal. Es wäre jetzt auch, also beim dritten Video sind das dann schon 30 Kisten insgesamt, was dann eigentlich... Das war gerade pink, Statrick. Was dann, 30 Kisten, ja, was dann aufgehebelt wurden. Jetzt wäre dann, ja, schon mal nicht schlecht, wenn mal da Knife reintrudeln würde. Also, wenn das Format länger als 10 Videos, also 10 Videos dauern würde, wäre das sowas scheiße, weil das wären dann zwei, je nachdem, also kommt auch immer darauf an, welche Kiste ich aufmachen würde. Aber es alleine pro Folge kostet das, die Keys 24 Euro. Wenn das dann 10 Episoden wären, wären das dann 240 Euro. Und das Geld hätte man sich dann auch schon das eine oder andere nice Knife kaufen können. Oder ich halte mal die AK. Die wäre auch nice. Einmal habe ich schon ein Bowie Knife geunboxed. Ein Case Hardened, Minimal Wear. Das ist übrigens auch ein Video dazu. Auf meinem Kanal. Da habe ich auf den Tag sogar zwei Knives geunboxed. Was das zweite Knife war, das verrate ich euch noch nicht. Die RWP hätte ich auch genommen. Die Elite-Bild. Ich finde das voll so schlecht. Also, ich finde, ja. Lol. 6 Kisten sind das schon. Es wäre dann wenigstens Zeit, dass mal das Purple kommt oder das eine Pink. Dann wäre es wenigstens... Und dann starten wir auf dem Rot, damit wir wenigstens ne, den beibehalten, bevor es nur blau kommt. Abgenutzt. Eine Minimu und raus bist du. Nein, Kamera. Hallo. Danke. Einmal pink. Ich glaube, ich soll einfach nicht hinschauen, dann funktioniert das. Ja. Minimal. Gut, ist jetzt. Mal kurz nachgucken, was die Wert ist. Aber es wird jetzt, ich sag mal, 5 Euro. Doch, 6 Euro. What? So, die ist wieder am Steigen. Ja, sagen wir 6,50. Ist okay, schon mal nicht schlecht. Hallo, Kamera, jetzt chill mal. Warte, ich muss noch mal. Warte, ich habe ja gezählt. Ene, mine, mu und raus bist du. Dann habe ich nicht hingesehen. Und dann kam ein RWP-Bild. Und jetzt kommt eine... Scheiße. Gut, aber die letzte mache ich wieder Blind Edition. Und kurz das Knife rein. Augen zu halten. Sogar den Button getroffen. Nee. Wow. Es ist tatsächlich ein Violett, also ein Purple Skin. Ich glaube, ich muss mir eine andere Webcam holen. Okay, das heißt, wir haben die Quote von 8 mal blau, einmal purple, einmal pink, behalten wir bei. Einerseits finde ich es witzig, aber andererseits... nee. Nee. Da gehe ich Bruch auf Dauer.
Aber ansonsten ja, war es eigentlich auch wieder mit dem Video. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ich würde mir auch sehr viel helfen. Ihr könnt mir auch wieder in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich bei der nächsten Episode unboxen soll. Also keine Kabelstone oder sowas, die werde ich nicht unboxen. Weil da gibt es kein Knife. Das muss ich mal kurz nachdenken. Und ansonsten ja, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich dann auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.